Wenn man die ersten Schritte in der C-Programmierung geht, dann will man natürlich auch sehen, was seine Programmierung bewirkt. Und dafür braucht man typischerweise Funktionen für die Ein- und Ausgabe von Variablen. Und darum geht es in diesem Video hier. Wir schauen uns also nochmal printf als eine Funktion zur Ausgabe von Text und Variablen an und lernen dazu auch noch eine Funktion scanf kennen, mit der wir Werte von der Tastatur einlesen können. Die Möglichkeit, Variablen mit printf auszugeben, haben wir ja schon im letzten Video einmal kennengelernt. Das nochmal zum Einstieg hier. Wir haben also eine Variable iUserInput angelegt und die gleichzeitig mit 0 initialisiert. Und diese Variable haben wir dann mit printf ausgegeben, wobei wir hier das Formatierungszeichen %d verwendet haben, um eben eine Integer-Variable auszugeben. So, jetzt schauen wir uns an, wie wir denn eine Variable einlesen. Wir wollen jetzt eine Integer-Variable über die Tastatur einlesen. Und dazu verwenden wir die Funktion scanf-s. So, zunächst einmal zum Funktionsnamen scanf hier. Also scanf ist die Funktion, mit der man einen Wert über die Tastatur einliest. scanf war die Funktion, die eben im Standard bis C 2011 typischerweise verwendet wurde. Und nach einer Überarbeitung der Programmiersprache C hat man dann scanf-s zum Standard gemacht. Diese Funktion ist etwas anders implementiert und bringt ein paar Sicherheitsaspekte mit, die eben überwacht, dass man nicht unzulässige Daten in die Variable schreibt, die man dann da jetzt beschreiben möchte mit dieser Funktion. So, wie funktioniert scanf jetzt unterstrich s? Also man muss ähnlich wie bei printf zunächst einmal das Formatierungszeichen angeben, hier das %d, mit dem man also spezifiziert, welchen Datentyp man einlesen möchte. Und dann hinter einem Komma gibt man den Variablennamen an, der Variable, in die man die Eingabe denn von der Tastatur speichern möchte. Aber Achtung, man darf jetzt hier nicht nur den Variablennamen angeben, sondern man muss dem Variablen ein kaufmännisches und voranstellen. So, das sieht erstmal komisch aus. Das kaufmännische und vor dem Variablennamen bedeutet eben, dass man jetzt hier nicht die Variable selber, sondern die Adresse der Variablen angibt, nämlich die Adresse, wo diese Variable im Speicher abgelegt ist. Also das kaufmännische und ist der sogenannte Adressoperator, mit der man dann die Adresse einer Variablen angibt. Mit dem Befehl lesen wir jetzt also in die Variable iUserInput eine Zahl ein und diese Zahl wollen wir danach wieder ausgeben. Und das Ganze kompilieren wir einmal und führen es aus. So, hier sehen wir zunächst einmal, der Wert von iUserInput ist 0 nach unserer Initialisierung. Dann steht hier die Zeile, bitte geben Sie eine Ganzzahl ein. In der dritten Zeile kommt dann meine Eingabe, die 29. Und in der vierten Zeile steht dann Ihre Eingabe, Doppelpunkt 29. Ich gebe also einfach die Zahl wieder aus, die ich zuvor eingegeben habe. So, wir wissen ja schon, dass man die Formatierung der Ausgabe in printf mit dem Formatierungszeichen beeinflussen kann. Und das machen wir jetzt hier mal, indem wir einfach unsere Eingabe als Hexzahl und einmal als ASCII-Zeichen nochmal ausgeben. So, die Leerzeichen habe ich hier nur eingefügt, damit die Ausgaben auch wirklich untereinander stehen. So, das Programm lasse ich jetzt kompilieren und laufen. Ich gebe die Zahl 77 dezimal ein. Unsere Eingabe ist 77. Als Hexzahl formatiert ist das 4D und die 77 ist im ASCII-Code das Groß M. Das Einlesen von Werten funktioniert natürlich nicht nur für Integerzahlen, sondern für beliebige Datentypen. Wir machen das Ganze noch einmal am Beispiel eines Double. Dazu verändere ich die Variable, die wir angegeben haben, um eine Benutzereingabe einzulesen. Die ist jetzt vom Datentyp Double. Wir wollen jetzt hier eine Gleitkommazahl einlesen und das Formatierungszeichen für eine Gleitkommazahl vom Typ Double ist LF, steht für Long Float. Und die Zahl geben wir nachher wieder aus. Das Ganze lassen wir jetzt einmal laufen. 1,2345 ist die Zahl, die ich eingebe. Und das ist auch unsere Ausgabe. Wir können die Ausgabe wiederum jetzt etwas anders formatieren, und zwar in Exponentialdarstellung. Es geht entweder mit kleinem oder großem E nach einem Prozentzeichen.
Hier sieht man jetzt, dass die Formatierung in Exponentialdarstellung ist. Man kann mit printf und scanf aber nicht nur eine Zahl ausgeben bzw. einlesen, sondern auch mehrere Werte und sogar mehrere Werte unterschiedlichen Datentyps. Und das machen wir jetzt mal, indem wir einmal einen Double und einmal einen Integer-Wert jeweils in einem Befehl einlesen und ausgeben. Das ist also unsere zweite Variable, in die wir etwas einlesen wollen. Und in scanfs erweitern wir jetzt also unsere Angabe mit den Formatierungszeichen. Wir lesen also zuerst ein Double ein, daher dieses Formatierungszeichen long float. Und danach ergänzen wir ein %d, um ein Integer einzulesen. Die Variable, in die wir die zweite Eingabe einlesen, müssen wir hier auch wieder angeben, beziehungsweise die Adresse davon angeben. Und bei der Ausgabe können wir jetzt hier die zweite Zahl eben angeben, die wir ausgeben wollen. Genauso auch wieder hinten in Komma angefügt. Und damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben zwischen den zwei Zahlen, mache ich einen sogenannten Tabulator da rein. Das sind also ein paar Leerzeichen, die da zusätzlich ausgegeben werden, um die Zahlen ordentlich getrennt voneinander darzustellen. So, das führe ich jetzt einmal aus. Zunächst mal geben wir also die Gleitkommazahl an und jetzt die Ganzzahl. Und unsere Eingaben sind eben hier nacheinander ausgegeben, das, was wir zuvor eingegeben haben. So, fassen wir einmal zusammen. Ausgaben macht man also mit der Funktion printf, Eingaben mit der Funktion scanf bzw. scanf-s. Um beide Funktionen nutzen zu können, muss man die Bibliothek Standard Input Output einbinden. Bei printf kann man also eine oder mehrere Variablen auch ausgeben. Die Formatierung der Ausgabe macht man mit einem entsprechenden Formatierungszeichen. Dem Formatierungszeichen ist immer so ein Prozent vorangestellt. Bei scanf muss man mit dem Formatierungszeichen den Datentypen der Variable spezifizieren, in die man eine Eingabe einlesen möchte. Wichtig ist hier, dass man nicht den Variablennamen angibt, sondern ganz wichtig die Adresse der Variablen. Und die Adresse erhält man eben, wenn man dem Variablennamen ein kaufmännisches Und voranstellt. Und hier sehen wir in der Tabelle noch ein paar der wichtigsten Formatierungszeichen, von denen wir die meisten hier aber auch schon verwendet haben.